Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds und 1000 Games. Heute mit etwas Besonderem. Ja, ich und der Hubkraft werden nebenbei zu unseren normalen Spielen für Leute, die in dem Spiel was neu sind, die sich noch nicht so gut auskennen, einige Sachen erklären. Wir werden immer mal wieder ein Video davon zeigen mit speziellen Bereichen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch mal gerne sehen wollt. Wir werden sehen, ob wir das dann machen können. Ja, warum habe ich den General Hubkraft gewählt, ist natürlich ganz klar. Ich als Ur-Ur-Kölner brauche doch immer einen Österreicher an meiner Seite, um Heu4 zu erklären. Das war ein böser Seitenwitz. Danke, danke Zato. Sehr nett. Vielen Dank. Anderer Punkt ist, er spielt einfach sehr gut und mit ihm kann ich Dinge sehr gut zeigen und erklären. Wir sind ungefähr auf einem Level, würde ich sagen, oder Hubkraft? Ja, das kann man schon sagen. So, was ist denn hier zu sehen? Das ist jetzt der Startbildschirm. Man hat jetzt hier Möglichkeiten für die Einstellung. Das ist jetzt im Multiplayer. Man hat im Multiplayer ähnliche Einstellungsmöglichkeiten wie im Teil, im normalen Spiel, im Einzelplayer. Wir haben oben natürlich die interessanten Länder, den Beobachtermodus, dass man einfach ihn aus einer anderen Sache sehen kann. Wenn ich es jetzt anwähle, dann würde ich jetzt irgendein Land auswählen und beobachten. Interessante Länder, wo der Modus aus. Man sieht jetzt hier, was man spielen könnte. Die schlagen vor natürlich einige Länder. Das sind alles Länder, die einen eigenen Baum haben. Man kann natürlich auch weitere Länder spielen, weil durch die Entscheidung haben sie viele, viele Dinge reingebracht, liebe Zuschauer. Und wir beginnen einfach mal immer so im Wechsel die Länder so zu erklären. Hubkraft, würdest du mit deinem Lieblingsland anfangen? Ja, mein Lieblingsland ist jetzt erstmal ein bisschen unerwartet. Es ist Mexiko. Wir haben es hier unten in der Reihe, hier hinten. Mexiko startet neutral, hat Wahlen 1940, hat hier unten mögliche Wege, 3 Stück, die Bürokraten zerschlagen. Das ist natürlich, wenn du es selber erklären möchtest, kannst du ja mal genau dazu was sagen. Ja, also in Mexiko geht es darum, da das Land sehr instabil ist, viele Katastrophen abzuwenden, Bürgerkriege zu schlagen oder abzuwenden. Und man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, in welche Richtung man gehen kann. Hier, man sieht jetzt, die Bürokraten zerschlagen, ist der kommunistische Weg. Das Interessante beim kommunistischen Weg von Mexiko ist, Mexiko hat 2 verschiedene kommunistische Wege. Einmal sich mit der Sowjetunion zusammentun und einmal seinen eigenen kommunistischen Bund bauen. Genau. Das wäre dann quasi das Gegenstück zur Sowjetunion, der Trotzkiismus. Also quasi der Feind, der direkte Feind gegen den Sowjet. Man kann das hispanische Bündnis gründen. Das könnte man auch als Faschist oder anderer machen. Das sind ja verschiedene Möglichkeiten in dem Land. Es gibt dann halt, auch da gibt es verschiedene Wege. Man kann entweder eine Diktatur durchs Militär haben, man kann durch die Kirche eine Diktatur entwickeln. Also das Land hat sehr, sehr viele Wege. Der Baum ist riesig. Und natürlich ist hier Aztec Aegilis, ist natürlich auch ein sehr interessanter Baum, dass man einfach sehr viel Land zurückholt und sich dann wieder in eine Art Azteken-Zurückunion, wie die Azteken umbenennt. Was nimmst du am liebsten von diesen Bäumen? Ich gehe meistens den Trotzki-Weg. Dann gründet man die Mexikanische Sowjetrepublik und kann natürlich, ich finde, am besten mit dem Trotzki-Bonus von 12% Organisation kann man gut gegen die USA vorgehen und auch gegen Südamerika. Man kriegt bessere Fabrikleistung, weil die Kirche schwach ist. Man hat eine politisierte Armee, Anführer kosten nicht immens viel, Planungsgeschwindigkeit ist einfach fabelhaft schlecht und Öborechte haben halt die Amerikaner. Das muss man dann irgendwann den Amis sagen, nee, dürft ihr nicht mehr, und da können die Amis sogar eine Kriegserklärung rausmachen. Hubkraft, denkst du, Mexiko ist anfängerfreundlich? Ja, eher, man sollte schon Erfahrung haben, um Mexiko zu spielen. Am Anfang würde man in Bürgerkriegen versinken und elendig zugrunde gehen. Jedes der großen Länder hat jetzt auch die Option, seine Ideologie zu verändern. Macht das bitte erst, wenn ihr Erfahrung im Spiel habt. In Multiplayern sind oft schon Multiplayer kaputt gegangen, weil dann ein Amerikaner gesagt hat, ich werde Faschist und dann den Bürgerkrieg nicht geschafft hat. Oder ein Engländer versucht,
Neutral zu werden schafft seinen Bürgerkrieg nicht und, und. Wenn ihr einen anderen Weg geht, seid ihr zu. Wenn ihr unerfahren seid, zu 90% in dem Bürgerkrieg. Da stimmst du mir doch zu, oder? So ist es. Ist alles auf Bürgerkriegen aufgebaut, hauptsächlich. Die einzigsten Länder, die jetzt neu gemacht worden sind, noch nicht mit eigenen Bäumen von den großen Nationen, sind Italien und die Sowjetunion. Die haben aber seit dem letzten Patch die Möglichkeit, Berater einzustellen. Das bedeutet, ihr könnt mit beiden auch demokratisch oder faschistisch oder kommunistisch werden. Das ist eine Möglichkeit, sie haben aber keinen eigenen Baum, was euch dann sehr viel in eurem eigenen Spiel berauben wird. Jetzt gehen wir aber mal oben die großen Länder durch. Mein Lieblingsland ist meistens, ich finde es sehr, sehr schön, finde ich Rumänien. Man hat halt ähnlich wie er mit Rumänien verschiedenste Möglichkeiten. Man hat halt einen total durchgeknallten König, der andauernd dir irgendwelche Events reinknallt. Die Außenpolitik ist halt sehr neutral. Man kann halt verschiedene Wege spielen. Einen Diktator aus neutralen Diktator zu bauen, die königliche Diktatur. Großrumänien ist faschistisch und die Balkan-Dominanz ist natürlich auch faschistisch. Kann man aber beides auch als Kommunist spielen. Und man versucht bei beiden Dingen eigentlich den Balkan zu erobern. Ich finde, das Land gebe ich gerne meinem Anfänger. Das ist anfängerfreundlich. Es ist halt... manchen Dingen sind schwer, aber das meiste ist eigentlich machbar. Ganz neuen würde ich es nicht empfehlen, aber Leute, die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, würde ich Rumänien empfehlen. Hast du dazu noch etwas zu sagen? Ja, Rumänien, wie gesagt, einsteigerfreundlich. Nur man sollte sich gefasst machen auf die Sowjets. Wenn man nicht den kommunistischen Weg geht, werden sie irgendwann Gebiete von dir fordern. Und das könnte zum Krieg führen, den man nur schwer gewinnen kann. Dasselbe ist, wenn man sich kommunistisch macht und sich gegen den Deutschen stellt. Also man muss halt frühzeitig seinen Weg entscheiden. Wenn man Mitspieler hat in Deutschland und in Russland, ist es immer sehr schwer. Dann muss man versuchen, so leicht wie möglich das Fähnchen im Wind zu sein. Wenn man nicht von vornherein einer Fraktion zugeteilt wird, was auch in vielen MPs so ist. Ganz freie MPs sind eher die Seltenheit. Weil man will immer so und so viel Kommunisten, Faschisten und Neutrale natürlich haben. Gehen wir einfach mal von vorne durch. Deutschland haben öfters auch schon mal Anfänger gespielt. Spielt man, wenn man das Spiel holt, meistens als eins der ersten. Es ist sehr viel zu tun. Es ist hat eine schlechte Übersicht. Man kann sich aber konzentrieren. Man kann auf Luft und Infanterie bleiben und die Flotte erstmal vernachlässigen. Man kann auf große Infanterieheere gehen, man kann auf kleine Infanterieheere gehen, kombiniert mit Panzer oder Mobilen. Also man hat viele, viele Optionen. Wenn ihr neu seid und sagt, ich möchte aggressiv sein, ich möchte auch angreifen, ich möchte Aggressor in einem Spiel sein, dann ist Deutschland spielbar, habt ihr andere Mitspieler, die erfahren sind. Dann würde ich sagen, setzt einen Erfahreneren nach Deutschland und übernimmt ein Supportland zuerst einmal, um einfach Erfahrungen zu sammeln in euren ersten MPs. Möchtest du noch was zu Deutschland sagen? Deutschland ist tatsächlich für Anfänger durch den Mevo-Wechsel, das ist eine spezielle Fähigkeit von Deutschland, womit sie ihre Kriegsanleihen versteckt haben. Mhm. Die muss man immer einhalten, denn sonst ist das Land nicht mehr wirklich spielbar. Für über ein Jahr lang. Das ist so die einzige Sache, wo man richtig drauf achten muss. Man kann natürlich auch den kaiserlichen Weg gehen. Man kann einen Bürgerkrieg, einen sehr schweren Bürgerkrieg hervorrufen. Den muss man aber auch erstmal gewinnen. Den muss man gewinnen, ja, der ist einer der schwersten, wie ich finde. Jetzt können natürlich von euch Leute sagen, der ist ja gar nicht so schwer. Wenn man neu ist und wenn man auch böse Mitspieler hat, dann kommen da Truppen vom Russen oder von anderen auf der anderen Seite. Oder der Italiener schickt Truppen. Also es kann ganz schön in die Hose gehen. Man hat weniger Truppen als die deutsche andere Seite. Die teilen das zwar halb auf, aber die Länder, die Grenze ist um Frankfurt herum unten. Also es ist schon schwer. Also da hast du recht. Ich finde den auch einen der schwersten. Genau, ja.
Dann kann man halt, man kann mit Kaiser Wilhelm spielen, man kann aber auch versuchen mit der Victoria. Demokratie und Victoria, ja, man kann auch das Heilige Römische Reich versuchen wieder zu gründen, was aber eine recht schwierige Eventkette ist, also das ist wieder was Besonderes. Es muss halt alles klappen und es müssen die richtigen Dinge triggern. Genau. Am Anfang würde ich euch immer Deutsch als Deutschland empfehlen. Es ist eigentlich so die Sache, wenn ihr erfahren genug seid, spielt ihr entweder, wenn ihr ein sehr aggressiver und auch mal einer seid, der gerne mal angreifen möchte, spielt ihr Deutschland als Faschist. Wenn ihr sagt, ihr seid eher defensiv und wollt ein starkes Land haben, dann spielt ihr es und ihr könnt den Bürgerkrieg hin, dann spielt ihr es als Kaiser, weil dann spielt ihr defensiv und Hauptausrichtung ist da auch in Richtung des Russen. Wie bei beiden Richtungen. Also Deutschland ist Anfänger geeignet. Gehen wir zu seinem Supportland, das in jedem Empire meistens Anfänger gegeben wird, die sich darin beweisen können, Italien. Ja, Italien, ja. Meiner Am Meinung nach. Anfang, direkt einen Krieg halt, ne? Ja, den kriegt man aber schnell hin. Äthiopienkrieg lernt man schnell. Genau. Man geht dann nach Spanien, unterstützt dort, um entweder die Balearen zu kriegen oder die Spanier als Verbündeten frühzeitig zu kriegen. Und schon hat man durch eigentlich Erfahrung als Anfänger in Kriegen, wo man nicht gerade so viel versauen kann, man hat als Italien immer eine niedrigere Wirtschaft als Deutschland oder andere Reiche, aber man hat direkt eine Flotte. Viele verlieren diese Flotte gegen die Engländer sehr früh im Mittelmeer. Man muss halt sehr vorsichtig erstmal spielen. Man lernt aber alle Belange, Luft, Infanterie, Kriege, Invasionen, Flotte. Es ist eigentlich meiner Meinung nach das zweitgeeignete Anfängerland. Deutschland und Italien. Finde ich auch. Italien kann man defensiv spielen und sich sehr zurückhaltend spielen. Wenn man Pech hat, tun die KIs sich dann aber gegen einen einsetzen. Wenn der Deutsche auf den Kaiserreichweg geht, ist man halt die Bedrohung in Europa. Wenn der Deutsche als Deutschland bleibt, ist man eigentlich immer nur das Beiwerk des Deutschen oder eben macht seinen eigenen Weg und hat ein bisschen Ruhe. Nur man will mit dem Deutschen zusammenarbeiten, weil man einfach Afrika möchte. Als Italiener. Wenn der Deutsche dich nicht einlädt in den Krieg, sitzt der Deutsche da unten überall. Also ich sag mal so, das ist ein anfängerfreundliches Land. Auch eher eins für Angreifer. Gehen wir mal zum nächsten Land über. Wenn ihr das Spiel spielen wollt und lernen möchtet, defensiv zu sein und es liebt, mit riesigen und Massenarmeen zu spielen, dann spielt die Russen. Einziger Manko bei denen ist natürlich hier ihre große Säuberung. Das ist ihr Manko, das dauert sehr, sehr lange. Das müsst ihr machen, sonst kriegt ihr irgendwann einen Bürgerkrieg. Es ist ein Land, was ich sage, du bist ein defensiver Spieler, möchtest das Spiel lernen. Auch für einen Anfänger ist der Russe geeignet. Möchtest du da was zu sagen? Russland ist tatsächlich eines der Länder, was ich so gar nicht spiele. Deswegen würde ich da einfach zum Abschluss kommen. Ja, jetzt gehen wir mal zu einem Land, was du öfters mal spielst und wo viele sagen, Angst vor haben. Japan! Japan. Ja. Anfänger geeignet, ja oder nein? Schwierig. Obwohl auch sehr oft Anfänger da reingesetzt werden, nur kommst du tatsächlich in einen sehr schweren Krieg schon Ende 37 gegen China. Und der dauert dann auch mehrere Jahre, wenn man es am Anfang verbockt. Natürlich, aber du weißt auch, warum man da oft in vielen MPs die Anfänger reinsetzt, oder? Ob Japan hinten versaut ist oder nicht, ist eigentlich für Es ist den. egal, ja. Genau! Und du hast ja ein großes Land, ne? Wenn der Ja, genau. Italiener es versaut, dann regst du dich als Deutscher eh nur noch auf. Japan ist so für sich quasi. Ja, Japan ist für sich. Gehen wir mal zum nächsten großen Land, was wir noch offen haben: England. England ist meiner Meinung nach das am schwersten zu spielende Land von den Großen, weil du bist eine Art Weltpolizei. Es gibt drei, vier verschiedene Möglichkeiten, England zu spielen. Entweder du bist überall und kämpfst von Anfang an mit, dann hast du aber ab einem gewissen Punkt keine Manpower mehr und bist eigentlich nur noch unter ferner Liefen. Oder du versuchst dich auf deine Insel zur Verteidigung zu konzentrieren, Luftwaffe ausbauen und, verlierst aber an Land sehr, sehr viel, was den Deutschen stärker macht. Also man hat. Jeder Weg, den du mit England gehst, auf dem historischen Weg, ist eigentlich gefährlich. Ja, aber dafür gibt es dann noch einige Alternativen, Ja. die auch sehr fordernd sind tatsächlich.
die Imperiale Föderation, die Königspartei und die Black Shirts. Das sind halt allesamt andere Wege, die England einschlagen kann. Nicht muss, dann sind sie keine Demokraten mehr. Wenn man historisch spielt man die auf Demokrat und man braucht eigentlich, im Hintergrund hat man den Army, der dich dann unterstützt. Genau. Dann direkt zum Amerikaner. In den meisten MPs setzt man da auch einen Anfänger rein. Warum? Ja, das, ja, USA am Anfang passiert da eigentlich relativ nichts. Ein sehr ruhiges Land am Anfang, bis zum Kriegseintritt relativ lockeres Gameplay, sich aufbauen, die große Depression loswerden, um dann die Europäer so gut es geht zu unterstützen auf historischem Weg. Ja, dann kommen wir zum letzten der großen, Frankreich. In den meisten MPs nicht besetzt. Viele erklären das damit, man will den Deutschen am Anfang stärken, damit er gegen Amerika und die anderen wenigstens irgendwo eine Chance hat, damit er in die französischen Fabriken rankommt. Grund, warum Frankreich nicht besetzt ist, ist auch, wenn Italien und Deutschland klug spielen, ist Frankreich immer sehr, sehr schnell überrannt. Ja, es ist möglich, mit Unterstützung Frankreich zu halten. Dennoch, man kann natürlich auch später, wenn man fallen sollte als Frankreich, kann man als zwei Möglichkeiten, gibt es da. Man kann als freies Frankreich oder als Fidschi-Frankreich weiterspielen. Wobei, da hat man dann auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ja, man ist halt unter Ferner Liefen. Das ist halt eine Funktion, das ist die einzige Funktion, wo man nach einem Besiegtsein noch weiterspielen kann. Effektiv. Gehen wir jetzt mal zu den anderen kleinen Ländern und wir sagen immer sofort, spielbar oder nicht für Anfänger. Polen. Nein, nicht spielbar für Anfänger. Kanada, du bist dran. Ja, spielbar, aber sehr langweilig. Viele große MPs besetzen Kanada und der arme Spieler tut mir immer leid. Australien. Äußerst lustig zu spielen, aber auch eher ruhig. Genau. Neuseeland würde ich nicht empfehlen, langweilig ist noch übertrieben. Also da passiert überhaupt nichts. Südafrika. Ich find's sehr, sehr lustig. Ich auch, also viele Möglichkeiten. Anfänger geeignet. Genau. Definitiv. Du bist ein Anfänger und willst erstmal das Spiel nur beobachten, geh da rein. Britisch-Indien. Spielbar. Wirst aber sehr schnell niedergeschlagen von den Feinden, wenn du angegriffen wirst. Ja, hat sehr schwere Malusse auf Manpower, die man erstmal irgendwie wegbekommen muss, bevor es wirklich effektiv wird. Tschechoslowakei in den meisten MPs verboten, weil der Deutsche die natürlich fordern wird. Einzige Möglichkeit mit der Tschechoslowakei im offiziellen Spiel zu spielen, ist an deutscher Seite und ihn halt dann als Fabrik zu unterstützen. Da sind die Tschechen gut drin. Ungarn, meiner Meinung nach eins der bestgeeignetsten Anfängerländer. Ja, hat auch sehr viele Möglichkeiten. Ist am Anfang wirklich sehr ruhig. Man kann natürlich auch Österreich-Ungarn gründen, wenn der Deutsche das Kaiserreich macht, sonst eher nicht, weil der Deutsche Österreich fordern wird. Man kann Großungarn ausrufen, wenn man auf faschistischer Seite steht, oder die Volksrepublik Ungarn, wenn man auf sowjetischer Seite mitkämpft. Also viele Möglichkeiten. Rumänien hatten wir eben schon erklärt. Jugoslawien, definitiv Anfänger geeignet. Schwer zu spielen, schwer zu handeln, aber mit Italien und Deutschland zusammen in einem Bund sehr, sehr gut. So, dann kommen wir zu China, kommunistischen China, Gongxi-Clique, Yuan, Shaanxi, Sibetan-Ma, Xinjiang. Die sind alle einigermaßen ähnlich zu spielen. China ist das am leichtesten zu spielende von den ganzen. Man muss sagen, es ist halt die Verteidigung gegen Japan. Man spielt halt wirklich immer gegen den Untergang in diesem Land.
Es ist schwer zu handeln, macht aber riesen Spaß. In den meisten MPs wird es nicht besetzt, weil man einfach am Anfang die anderen Länder damit sehr ausbremst, wenn man da hinten seinen Krieg auf einer niedrigen Geschwindigkeit spielt und die anderen Spieler dann natürlich nur zugucken können. Wie schon gesagt, Japan ist sehr früh mit denen im Krieg und gegen Japan zu gewinnen ist echt schwer. Du hast es mal versucht und mal gespielt. Was möchtest du dazu sagen? Ja, es ist tatsächlich, es ist möglich zu gewinnen. Es ist halt dann, es gibt einen speziellen Frieden, der extra dafür gemacht wurde. Wenn man Japan komplett vom Festland fernhält, kommt ein Frieden und man hat den Krieg gegen Japan gewonnen und kann dann den Rest von China vereinen. So, dann haben wir natürlich noch zwei Länder. Die Mandschukuo. Mandschukuo ist spielbar. Das unterschätzen die meisten. Mandschukuo ist der Minimi von Japan. Und wenn du viele Mitspieler hast und du einen Japaner hast, der sagt, ich habe einen guten Kumpel, mit dem würde ich gern zusammenspielen, und die dann sagen, wir spielen jetzt nicht in Japan zu zweit, sondern man will einem die Infanterie irgendwann übergeben und Landmacht geben. Dann macht einer die Landmacht, Mandschukuo, der kriegt nämlich alle Provinzen in China als Kerne. Und dann spielt einer Mandschukuo und einer Japan. Das ist eine sehr gute Kombination. Meiner Meinung nach auch eine sehr starke Kombination. Was möchtest du dazu noch sagen? Ja, ich finde auch, die ist sehr stark, wird auch sehr oft unterschätzt. Mandschukuo ist der zweite Weg, wäre halt, sich gegen Japan zu stellen, was aber eher nicht zu empfehlen ist. Es ist sehr schwer, das durchzusetzen. Nun ja, es gibt auch. Sie müssen aber als Demos halt zuerst einmal so die Banditen in den Griff kriegen. Hier zeige ich es euch: Banditentum. Und dann haben wir noch den letzten, sehr lustiges Land. Und jetzt denkt ihr euch, was? Die lassen die Niederlande spielen? Ja, die Niederlande. Weil Deutschland ja verschiedene andere Wege gehen kann, hat die Niederlande irgendwie die Überlebenswahrscheinlichkeit. Auch als Faschist könntest du sie spielen, mit dem Deutschen zusammen. Die haben nämlich die Möglichkeit, Belgien und Luxemburg wieder einzugliedern. Also man hat einige lustige Möglichkeiten, auch als solche kleinen Länder. Das wird immer am Anfang des MPs besprochen. Ich hoffe, es war gut für euch, dass wir euch jetzt mal die Länder vorgestellt haben. Jetzt kommen noch ein paar weitere dazu. Ich klicke das hier mal weg. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Länder, die auch noch machbar sind. Fangen wir doch einfach mal an. Irland ist nicht spielbar. Spanien ist spielbar, hat keinen Baum, wird auch oft Anfängern gegeben. Da kannst du ja gerne mal was zu sagen, Hubkraft. Spanien wird immer Anfänger geben, weil es garantiert zu einem Bürgerkrieg kommt zwischen den Faschisten und den Kommunisten. Und durch die Unterstützung der anderen Spieler, denn die seit beiden Seiten möchten natürlich, dass Spanien ihnen hilft im späteren Spielverlauf, ist ein sehr guter Bürgerkrieg auch für Anfänger zum Üben die Folge dann. Ja, machbar auf jeden Fall. Noch machbar ist für Anfänger Portugal. Das kannst du auch spielen. Das ist auch auf jeden Fall spielbar. Die Schweiz ist natürlich nicht spielbar. Albanien auch nicht. Jetzt können einige sagen, Profispieler schaffen das auch mit den Ländern. Klar. Aber es geht darum, was in einem MP spielbar ist. Spanien, Portugal, Bulgarien, Griechenland, Türkei. Das sind die Länder in dem Bereich, die man auf jeden Fall spielen kann. Nach oben, Schweden ist spielbar, ebenso Norwegen. Ja, Finnland ist nicht spielbar, Nee. außer man versucht es mit den Russen zusammenzuarbeiten, aber sonst wird er dich überrennen. Ja, und dann natürlich ein Südamerikaner ist meist auch spielbar. Peru, Kolumbien, Venezuela, Brasilien, Bolivien. Einer ist auf jeden Fall spielbar im MP. Genau. Das sind so die Länder, damit ihr mal seht, was spielbar ist. Es gibt vielleicht noch ein, zwei kleine, die wir jetzt übersehen haben. Warum haben wir denn Griechenland und die Türkei vorgeschlagen? Weil es Entscheidungen gibt. Die Türkei kann sich zum Osmanischen Reich wiederentwickeln über Entscheidungen. Da müssen sie Sachen erobern, eigentlich nur besetzt halten. Griechenland kann sich auch wieder in ein eigenes Land entwickeln. Schweden, Norwegen, Dänemark können auch wieder eigene Länder werden. Da hast du dann zwei Möglichkeiten.
die Nordische Allianz und so Sachen. Also es gibt etliche Möglichkeiten, die auch ohne Baum zu machen sind. Und das ist das Schöne an diesem Spiel. Wir haben euch jetzt einige Länder vorgestellt. Wir werden im nächsten Video sicher mal mit ein paar Grundlagen anfangen. Vielleicht zeigen wir euch mal den Spanischen Bürgerkrieg, vielleicht auch ein paar andere Dinge. Aber das alles das nächste Mal. Auf bald, euer Zartona. Und euer Kraft. Tschüss. Ciao.